Wir sind auf dem Weg zu dieser Akademie Splitter und somit willkommen zurück zu Unbound Worlds Apart. Frage ist jetzt, wo wir jetzt lang müssen, ob wir jetzt hier links gehen oder doch hier rechts. Ich glaube, wir gehen links. Ich glaube, der andere Seite ging es auch gar nicht, oder? Ah, hier ist noch einer. Oh, cool. Ein Dorfbewohner. In dieser Nacht übergab die Erbin durch ihren um sich greifenden Wahnsinn ihre Essenz dem Meer. Beendete ihr Leben, aber sie gab der Realität neue Hoffnung. Eine Glut, die für einige Zeit verborgen bleiben würde. Oh, komm mal auch so rüber. Also doch hier einmal nach oben. Aber wie? Wie soll ich da hoch? Von hier kamen wir, genau. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Und weiter geht er gar nicht nach rechts. So, wir haben ja alles jetzt aktiviert, ne? Stimmt. Ne, hier ist nur einer. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich hier zurück. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Wir können ja so teleportieren, wir müssen nicht extra zum Teleporter laufen. Ja. Okay, let's go. Zwei Plattformen. Wir müssen erstmal links hoch. Okay, wir leben. Nein, nicht euer Ernst jetzt. Wir müssen beide Plattformen irgendwie nach oben bringen. Okay, mal so. Oder noch, ja genau, wir müssen mit dem jetzt. Perfekt. Ja, easy. Schnell durch. Und hier mal aktivieren. Sehr schön. Nein! Stacheln! Ja, schnell. Noch ein Dorfbewohner, ja, schön. Der Sohn des Gelehrten beschenkte sein Volk mit der Einsicht, die er durch seinen Vater gelernt hatte. Die hörten aufmerksam zu. Okay, da kann man es hoch, ey. Kein Geheimnis. Okay, let's go. Hier muss ich hin, ne? Genau, und dann geht es dann hier hoch. Dann kommen wir wahrscheinlich zum Splitter. Cool. Aber da ist noch ein Dorfbewohner, sehe ich. Dann kann ich ihn retten. Kein Hebel oder so sehe ich hier. Irgendwo einer geheim, nee, ne?
Das eine, aber den kommt da komme ich ja nicht dran. Ne? Ja, mal schauen, vielleicht ein andermal. Hi. Bei mir, du hast es geschafft. Wir haben die Runen, die wir brauchen, um den Auftrag, den Aufzug zu betreiben. Jetzt kannst du ihn benutzen, um die obere Akademie zu erreichen. Danke, Soli. Ja, danke dir. Zum Reparieren. Ah ne, ich hab's ja gemacht. Ich muss die Dinger besorgen. Es geht sehr weit nach oben. Juhu! Wir sind jetzt sogar direkt beim Splitter, ja, easy. Schön. Den zweiten von denen geschafft. Da geht's gar nicht weiter. Okay, interessant. Da geht's auch gar nicht nach oben, sehe ich gerade. Oder? Dann können wir jetzt zurück. Können wir nicht zu denen einfach teleportieren, ey? Hier haben wir alles. Wir müssen hier hin, ne, zu den. Das ist der richtige, nehme. Da waren noch die Dinger, ne? Sprich mit dem Magier. Ah ja, reden wir einmal mit dem. Genau, hier waren die Dorfbewohner. Wie vorher gesehen, hast du die meisten Dorfbewohner von Sanaya in Sicherheit gebracht. Nun muss ich dir etwas gestehen. Wir haben nicht die Absicht, hierher zurückzukehren, wenn die Korruption vorüber ist. Wir lassen diese Welt und den Orden hinter uns. Diese Menschen sind nicht nur auf der Flucht vor den Dämonen. In Wahrheit sind sie des Lebens unter der Herrschaft des Ordens überdrüssig geworden. Einige den Kern dieses Kristalls für uns und ich spreche alles zu erklären. Viel Glück, Sonny. Von Ruhe. Ne, ich will da noch nicht rein. Mach ich irgendwann mal. So, wir müssen jetzt dahin. Kann ich direkt teleportieren? Nein, wir können hier hin. Reden wir einfach mal, ne? Was ist besser gemacht als jeder meiner Jünger? Ich bewundere deine Entschlossenheit im Angesicht des herannahenden Untergangs. Da ist Feuer in deiner Seele. Eine Entschlossenheit, die ich seit meiner Tochter Arana nicht mehr gesehen habe. Sie war in der Tat eine Rebellin. Wie sie lässt du nicht zu, dass die Korruption dein Schicksal bestimmt. Ihr teilt die Entschlossenheit, in der Dunkelheit Frieden zu finden. Deshalb muss ich dich noch einmal um deine Hilfe bitten. Ich glaube, du kannst Brom und mir helfen, Aravin, den Dämonenkönig, zu töten. Dich ihm zu stellen, müssen wir ein Portal in sein Reich beschwören. Die verwüsteten Wüsten von Umbera. Es ist ein rauer, trostloser Ort. Osten der Akademie gibt es ein altes Tor, das einst in diese schreckliche Welt führte. Wir müssen es sofort wiederherstellen. Suche einige Kristallsplitter, die mit Korruption behaftet sind. Ihre Essenz wird uns die Passage nach Umbera ermöglichen. Für Glück, Kind. Wir werden im alten Tor auf dich warten. Ja, am alten Tor. Ja, tschüss. Interessant. Ah, bis jetzt hier hingekommen. Oh, okay, noch nicht. Da vorher machen können. Ne? Okay. Da müssen wir jetzt hin. Das kann. Und da ist Umbera Tor. Interessant. Weil hier geht es da auch noch weiter. Immer da gehe ich jetzt als erstes mal hin. Weiß nicht, was da jetzt mal war. Oder habe ich den Weg einfach noch nicht gesehen?
Ich bin noch nicht da lang gegangen. Hi. Easy. Nein, nicht unter Fallen sterben, nein. Ach genau, hier war dieses Tor. Können wir da jetzt durch? Arana hat eine Nachricht geschickt. Sie hat dir ihren Segen gegeben, in die entlegensten Gebiete der Akademie vorzudringen. Pass auf dich auf, Kind. Geschafft. Ah, nice, Teleporter. Erstmal hier ein Aufzug, der uns weit nach unten bringt. Wird sehr dunkel. Unheimlich hier. Auch irgendwas Neues, was wir noch nicht hatten? Nee. Ah, das jetzt. Sah so verdächtig aus. Wahrscheinlich sind wir jetzt hier auf dem Weg zum Tor, ja. Springt da einfach daneben. Interessant. Nein, erst springen und dann das Portal wieder weg, Mann. Und drauf landen, Basti. Ja, easy. Ja, das geht ja wieder zu. Ja, jetzt schnell. Ja, ich komme nicht mehr zurück. Nein. Rutschte da einfach runter. Okay, nice. Ich gerade sowas von Glück gehabt. Ja, nichts weiteres hier. Was? Das soll jetzt reichen? Tatsache. Okay. Naja. Ja. Vergiss diesen Versuch. Meinte diesen gerade. Nein, nein, nein. Oh, voll unkonzentriert gerade. Ich bin da rüber gesprungen.
war in. Naja. War voll fair, ne? Erst Portal springen, Portal erschaffen und dann eventuell einen Doppelsprung. Okay, wir können auch in kleinen Schritten vorankommen, das ist kein Problem. Mhm. Nein, naja, hätte es noch drauf landen können, dann hätten wir es geschafft, Mann. Und ich rutsche schon wieder runter. Ja, jetzt easy. Abspeichern, dankeschön. Okay. Ein Teleporter, ja. Sehr schön. Nein, ich will nicht teleportieren. Das gefällt mir gerade hier nicht so. Ernsthaft, wir fallen runter. Ich sag doch. Den habe ich nicht kommen sehen. Das war keine gute Idee. Okay, was muss ich machen? Erstmal ausweichen, überleben. Dann sehen wir weiter. Das war knapp. Wir müssen irgendwie zerquetschen. Wow. Nein, schade. Der war gut. Das war dumm. Keine Ahnung, wann sich diese Wand bewegt, aber okay. Sobald ich dran gehe, wahrscheinlich, ne? Ja. Juhu! Was für ein Horror. Ah, Mann, das ist tricky hier. Nein, wieso lasse ich, mache ich das Portal weg? Einfach ganz hin und her, bis jemand weg ist. Komm.
Nein, wieso springt das gegen auf, wie dumm. Ja, hallo? Voller Fehler. Ich habe das Spiel zerstört. Mal schauen, ob es jetzt wieder funktioniert. Ja, cool. Jetzt. Warum? Kaputt gemacht habe ich. Ich gehe mal zurück. Bringt ja nichts. Dann setzen wir fort. Ich möchte gerne den Kampf noch beenden. Ein richtig nicer Bug. War schon fast weg. Ja, ja. Bäh, schnell hoch. Erst müssen wir einmal. Er hat noch nicht gespeichert. Jetzt hat er gespeichert. Okay, sehr schön. Erstmal müssen wir einmal einen Bug auslösen und dann funktioniert der Bosskampf direkt mit dem ersten Versuch. Ja, so, wir haben jetzt auf jeden Fall abgespeichert. Das ist gut. Dann geht es an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Mal schauen, wie weit es dann gehen wird. Vielleicht sogar bis hier. Ich denke mal schon. Mal schauen, was uns dort dann erwarten wird. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, sagt nur noch nicht mehr, was ihr bleibt, fit und schön und ciao.